Ja, herzlich willkommen zum Let's Play Die Sims 3. Ja, und heute mit einer neuen Erweiterung, wie ihr vielleicht hier schon erahnen könnt. Es ist Die Sims 3 einfach tierisch. Ja, damit Victor jetzt auch seinen Hund, seinen Kampfhund bekommt. Gut, bevor wir hier jetzt irgendwas machen, außerdem haben wir gerade keine Musik, ich hoffe mal nicht, dass das jetzt hier irgendwie ein Fehler ist. Will ich nur mal kurz sagen, dass jedes Mal, wenn ich das Spiel starten wollte, hat sich dieser, ja, ich will jetzt nicht sagen, dieser Launcher, ja, jedes Mal aufgehangen, wenn ich das Spiel starten wollte. Ich habe mir schon neue Grafiktreiber runtergeladen, alles, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, das Spiel direkt aus dem Programmverzeichnis C-Programme sowieso zu starten. Ja, und es hat geklappt. Hurra. Ich würde sagen, platzieren wir noch mal ganz schnell. Oh ja, wir haben Sound, das ist gut. Wir platzieren mal einen Hundepark, oder? Oh. Ja. So, Entschuldigung, einmal kurz. Ich muss mal eben die Lautstärke runterdrehen. Das war gerade ziemlich sehr laut. Ja, wo können wir denn einen Hundepark mal hinstellen? Ganz schnell. Hier oben bei den Ludolfs oder eher hier so? Wir könnten hier auch extra ein neues Grundstück dafür machen, aber ich würde mal sagen, ihr wird. Was ist das denn? Gemeinschaftsgrundstück hier. Ich will den hier haben. So. Ach, mehr ist das gar nicht. Ja, ich glaube, das ist schon ganz richtig so. Dann würde ich mal sagen, annehmen. Oder? Du hast einen Hundepark platziert. Hier können Hunde rumlaufen, Stöckchen holen und Artgenossen treffen. Annehmen. Gut, das reicht. So. Nein, ich will. Hallo? Ah, zu Spiel zurückkehren, okay. Muss man jetzt speichern? Ich speichere mal eben ganz schnell. Ja, und da sind wir auch wieder. Ich habe nur einmal kurz zu Windows zurückgeschaltet. Und den Speicherprozess habe ich jetzt mal rausgeschnitten. Ja, und hier sehen wir ja schon unsere Familie Wurst. Die nette Habberde. Natürlich ist mir ihr Name direkt eingefallen. Macht ihre Hausaufgaben und Herbert heißt er? Macht auch gerade seine Hausaufgaben. Die könnten doch eigentlich mal ihre Hausaufgaben zusammen machen, oder? Machen wir das mal anders. Gehen wir mal ins Inventar. Ach so. Das muss erst. Ja, so. Und jetzt Hausaufgaben machen mit. Aber der Wurst. Okay. Und jetzt machen die. Gemeinsam. Hä? Hä? Was macht er denn jetzt? Na gut. Aha. Ja. Ach, der sitzt. Was ist das denn bitte? Na gut. Mann, ihr seid doch auch beide bekloppt. Und Anita will sich jetzt hier irgendwo hinsetzen.
Die, ach ja, ich erinnere mich. Ich glaube, es war da, als sie so von der Arbeit wiederkam. Kann sich mal einen Teller nehmen. Teller nehmen, dann Reste wegstellen. Dann switchen wir mal kurz nach oben. Und schicken sie mal ins Bett. Gehen wir nochmal schnell zu Viktor. Was macht der? Der steht doof rum. Vor einem Gebäude, dessen Textur nicht schnell nachlädt. Der könnte mal nach Hause. Und könnte sich eigentlich direkt schlafen legen. Böser Traum. So, und wie ihr bereits gerade eben gesehen habt, oder auch nicht, ich hoffe mal, Fraps hat das aufgenommen. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Ich habe mir jetzt die Sims 3 einfach tierisch gekauft und ich würde. Wartet mal kurz. Ich würde sagen, erstellen wir doch mal ganz kurz einen Kampfhund für Viktor. Boah, was geht denn hier ab? Übrigens liegt hier jetzt noch die Mülltonne, die Viktor hier umgeschubst hat. Boah, bist du hässlich. Komm. Könnt ihr euch demnächst wieder einen Screenshot-Pack von mir runterladen? Komplett in Rot. Ist wohl ihre Sportkleidung oder so. Naja, egal, ich würde sagen. Statt bearbeiten, ja, speichern. Wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Hier. Erstelle einen Haushalt wird geöffnet. Und ich hoffe mal, dass das jetzt nicht allzu lange dauert. Weil Sims 3 ist irgendwie so das Spiel. So. Ja. Du mich auch. Das Spiel, was eigentlich am längsten braucht zum Laden und erstellen. So. Ich habe es selber noch nie gemacht. Ich habe das Spiel gerade frisch aus dem Laden gekauft. Und die Musik war gerade wieder ein bisschen laut. Oh, was bist du denn für ein hässliches Tier? Du bist ja schon hässlich. Eigentlich müssen wir gar nichts mehr machen hier mit dir. Boah. Schade, dass die dann davon nicht kotzen bist. Boah, du hast ja ein Face wie eine Ratte, ey. Oder? Der sieht aus wie eine Ratte, der Typ. Der Typ vor allen Dingen. So, was können wir denn hier mal machen? Grundlagen. Namen verschiebe ich mal auf später. Geschlecht natürlich männlich. Rassen. Kleine Hunde gibt's bei Viktor nicht. Viktor hat richtig. Hier, ich weiß schon ganz genau, was wir nehmen. Hier gibt es doch irgendwo so ein Dingshund. Ich kenne mich jetzt selber mit Hunden überhaupt nicht aus. Ich weiß noch, was ich eben sagen wollte. Deutsche Dogge. Gibt es hier nicht irgendwie so ein Schäferhund oder sowas? Du siehst ja aus wie ein Wolf. Was bist du? Du bist ja auch hässlich. Schau, schau. Oder wie auch immer. Und du? Ah ja, du bist ein deutscher Schäferhund. Was ich sagen wollte, ich bin eben in den Laden gegangen, weil bei Amazon ist das Ganze auch nicht billiger. Da habe ich das Ganze gleich im Laden gekauft. Ja, und dann waren halt eben so Spiele wie Battlefield 3 und Modern Warfare und was hab. Modern Warfare 3 und sowas. Was habe ich mir gekauft? Ja, Sims 3 einfach tierisch. Und dann steht dann auch noch ganz dick drauf. Empfohlen von Ross Anthony. Yeah. Ich meine, cooler geht's ja wohl nicht mehr, oder? Machen wir doch mal weiter. Fellfarbe.